Niemand darf passieren. Alles klar. Ab sofort geht's blind los. Geht's hier runter? Gibt's da was? Herausforderungsgrab. Oh, geil! Neues Grab. Super. Sieht nicht unbedingt einladend aus. Bin ich dann hier? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich mache einfach das Herausforderungsgrab. Kann ich hier irgendwelche Konzentrationsdinger nehmen? Kann ich nicht, okay. Unbekanntes Gebiet. Ja, super. Jetzt erstmal hier raus. So. Jetzt wird es wenigstens richtig nice. Macht wieder Spaß. Dieses ganze Stadtgedöns. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen viel. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Das sieht schon lustig aus. Hallo? Ah, okay. Oder war ich hier schon? Nee, war ich nicht. Oder doch? Ich bin mir gerade selbst nicht so ganz sicher, wo ich schon gewesen bin. Also privat dann. Aber ich meine, nö. Hier geht's zurück, glaube ich. Ups, nach oben, nach oben. Okay. Hallo Froschi. Hauptsache der Topf sitzt, ne? Ich will erst noch hier im Wasser. Oh, da ist was. Haha, ich hab's gleich gewusst. Super duper. Super duper. Ja, ansonsten gibt es hier nichts. Okay, ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas Besonderes oder irgendwas Schönes. Nö, ist es nicht. Super. Was war das denn für ein Schwein? Oink, oink. Schwein, kriegt dein Freund, Freund. Och nee. Erstmal. Eine Stadt ist nur so stark wie ihre Feldfrüchte und Bewohner. Ab jetzt kontrollieren wir das Wasser und sind nicht mehr vom launischen Regen abhängig. Alles klar. Ich glaube, hier war ich privat schon mal. Und ich weiß, warum ich es ungern mache. Story-Belohnung, Story-Belohnung. Ja. Hm. Schimmer der Schlange. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und betäuben sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Interessiert mich. Sieht mir verloren. Gift der Viper. Stellen Sie Giftgranaten her. Töten Sie Feinde und vernebeln Sie die Sicht. Nadel der Echse. Überrest-Outfit benötigen. Ja, nehme ich mal. Ich benutze hier sowieso recht wenig irgendwelche Waffen. Was vielleicht nicht ganz vom Vorteil ist.
Bischof sieht eigentlich besser aus, deswegen nehme ich nicht die vergoldete. Ja. Warte mal, ich kann da noch irgendwas Outfit-mäßiges herstellen, oder? Nö, kann ich nicht, okay. Alles klar. Okay, geht's noch runter. Blub. Blub, 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 blub. Oha. Wenn ich das schon sehe. Dann. Ja, dann wird das schon wieder. Dann wird das ein Spaß. Gibt's das hier, wenn es hier keine Piranhas gibt? Oha! Intakter Maya-Aquädukt. Geil! Vielleicht kann ich aufklettern. Ich freue mich. Erstmal ein Vogelnest runterhauen. Das ist wichtig. Übersehen. Ach Quatsch. Das kommt noch. Wette ich mit dir. Na komm! Jetzt wird erstmal Fettwasser abgelassen. Okay. Gut. Ich hab was übersehen. Nein, hast du nicht. Treibbares Floß. Drücken Sie X, um gegen das Floß zu treten. Das ist schön. Ich will da nicht drauf. Ich will dagegen treten. Hier noch. Nein, 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 nein. Hier. Du sollst dagegen treten, Lara. Boah, Mann. Es geht los. Ich muss das Tor öffnen. Das weiß ich, dass du das Tor öffnen musst. Die Frage ist nur, wie. Ich glaube aber, ich weiß wie, ungefähr. Jetzt müssen wir hier mit dem Wasserspiegel ein bisschen testen. Ja. Jetzt wird das Wasser hochgesetzt. Das Floß ist in der Mitte verankert. Ja, der Weg ist frei. What? Ah, stimmt. Alles klar. Na komm schon, Lara. Und noch einmal. Komm schon. Eine Witzke, aber jetzt geht's los hier. So. Puh, dann haben wir das schon einmal. Ich muss das Tor öffnen. Ja, aber wie? Warte mal, hier ist noch. Hier sind noch Diamonds. So, die Dame braucht ja auch Juwelen. Komm, hoch. Hier komme ich nicht hoch. Alles klar. So. Ich muss das Tor öffnen. Ah, das Tor. Okay. Na komm! Okay, jetzt kann... Ah, alles klar. Jetzt kann ich das öffnen. Das ist gut. Und jetzt geht's rund. Es war so klar.
Oh. Boah, der Bogenskill ist geil. Ich muss da rauf. Das wirst du auch schaffen. Warte mal, die muss da rauf. Wenn ich das Ding hier rüber haue, dann kann ich hier hoch. Das müsste gehen. Ich muss da rauf. Ja, 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 bin ja dabei, Mädchen. Alles gut, alles gut. Erstmal die Lümmel looten. Das Ding abmachen und rübertreten. Komm, tritt nochmal dagegen. Das Floß müsste an eine nützliche Position. An eine nützliche Position. Die Frage ist, was ist nützlich? Entweder hangel ich mich hier lang oder ich hau das Ding direkt dahin. Ich muss darauf. Ich weiß, dass die Kleine da rauf muss. Ich bin doch schon dabei. Alter Mann, ist kein D-Zug. Hat das was gebracht? Oder muss ich den ganzen Kram nochmal runterhauen? Oh, scheiße. Da lang muss ich. Mist. Obwohl, das fließt ja automatisch ein. Okay. Oh nein. Och nee. Gibt wieder Nahkampf-Action. Diese Lümmel. Boah, diese Viecher gehen mir so auf den Sack, dass sie so explizit und exzessiv auf mich fixiert sind. Das Problem sind auch voll die Nahkämpfer. Also wenn sie dich zweimal haben, bist du am Arsch. Jetzt muss ich das irgendwie. Ich glaube, jetzt kann ich das ganz nach oben machen. Ups. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das war ein bisschen tricky hier. Okay, hiermit kann ich das fixieren. Okay, das wird jetzt gezogen. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das geht nur bis zum gewissen Grad. Okay. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ja, ja, bin doch schon dabei, Mädchen. Das Floß müsste an eine nützliche... Vielleicht kann das Wasserrad etwas ziehen. Ich will erstmal hoch. Vielleicht bin ich ja schon so weit.
Ich weiß, wo ich lang muss. Alles klar, alles klar. Ich hab's. So. Ich muss mit dem Floß in die Nähe vom Wasserrad. Oh, das wird knapp. Nein. Falsch, Lara. Ich muss erst mit dem Floß in die Nähe von dem Wasserrad. So. Dann muss das Wasserrad da oben dran. Und dann muss ich ziemlich schnell mit dem... Oh, scheiße, das wird ein Spaß. Nein, hört nicht. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Wieso das Floß? Ich dachte, ich hätte das. What the fuck, wieso? Wieso? Was habe ich getan? Ich habe doch nichts. Ich habe doch alles richtig gemacht. Das Ding muss doch irgendwie gezogen werden. Höher hinaufkommen. Ja, ist die Frage nur, wie lange das hält. Wahrscheinlich auch nicht ewig, Mädchen. Oh, super. Wunderbar. Schön. Boah. Phew. Das war knapp. Wer immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Das stimmt. So. Ich konnte jetzt muss ich mal ganz kurz was zu trinken einschenken. Jo. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr. Hier ist noch ein bisschen Money. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, ich hab alles. Grab abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt eigentlich nur noch Zeug nehmen, abhauen und weiter in der Story. Weiter habe ich auch privat nicht gespielt. Das bedeutet, jetzt wird's blind. Und interessant. Meine Frage ist, wie kommt man denn überhaupt zurück? Wirklich da lang? Würde mich wundern, aber... ist machbar. Kann ich hier schnell reisen? So ein bisschen betrügen? Nee, es war so klar. Ein Fähigkeitspunkt, ansonsten... Ach nee, das passt schon. Warte, ich habe noch eine neue Fähigkeit bekommen. Ah, stimmt, das sind ja diese Grabdinger. Nahkampfangriffe haben eine erhöhte Chance, den Feind niederzuschlagen. Die benutze ich eigentlich relativ selten. Vor allem, da ich jetzt den Doppelschuss von meinem Bogen habe. Einfach zurück. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich weiterkomme. Ah, jetzt kommt wieder dieser Clip. Ich pack meine Sachen wieder ein. Beim ersten Mal habe ich einen Kumpel zusammen, der kam dann hier vorbei und ich habe dann im Privatspielstand einfach hier weitergespielt. Wieso kann ich keine Karte einsehen? Hab dann mit dem Kumpel weitergespielt, etc. etc. Und ich habe da so verkackt hier. Ganz toll, Lara.
Moment. Lass mal gucken, wo ich wie zurückkomme. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ja, super. Die Map bringt mir natürlich gar nichts. Ich komme hier auch nicht hoch. Oh, doch. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe es im Augenwinkel gesehen. Der Graf Wallner, der kleine Geier. Aber irgendwie hat mich das nicht weit... Doch. Von da nach... Aha. Augen auf, lohnt sich. Wow. So, an den neuen Zuschauer, herzlich willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Gestern habe ich ja Alice Madden's Returns gestreamt. Und von daher habe ich mir gedacht, machen wir heute damit weiter. Es sind beide Stream-Projekte. Warum gibt es hier so Verstecksachen, wenn es hier keine Piranhas gibt? Deswegen sind ja beide Stream-Projekte offen. Alice Madness Returns, noch aktuell, inklusive Shadow of the Tomb Raider. Und ja, probier's einfach mal. Ich habe jetzt auch geschaltet, dass man, wie heißt's, dass man den Stream nachgucken kann, dass er bis zu einer gewissen Zeit gespeichert bleibt. Und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, den nochmal irgendwie downzuladen als Creator. Dass ich den in mein Let's Play aufnehmen kann. Weil die Stream-Spiele sind ja auch alle, wie heißt's, werden ja auch als Let's Play gemacht. Wurde sich ja gewünscht. Okay. Und naja, mal gucken, ne? Mit der Verkleidung zu schwimmen und zu tauchen, stelle ich mir ja mega dumm vor. Da hast du vollkommen recht. Aber was will man machen, wenn man aus dem Wasser kommt? Aus irgendeinem Grund habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Das haben sie neu gemacht, dieses Dingsbums. Das war in Rise of the Tomb Raider nicht so. Wow! Okay, jetzt... Ja, jetzt nach oben. Jetzt nach rechts. Obwohl ich muss sagen, ich hätte ja eigentlich schon... Was? Nach oben oder nach unten? Was denn das? Oh, das ist ja eine blöde Kameraführung gewesen. Sorry, aber echt doof gerade gewesen. Weil da ab einem gewissen Schwung sich einfach der Kamerawinkel geändert hat. Wir müssen bereit sein für echte Bedrohung. Ja, hast du eine Ahnung. So. Ich hoffe, das hält. Na, ich habe ja das Ding. Dann geht das recht schnell. So. Wollen wir hier weitermachen? Wie lange bin ich denn schon am Stream? 1,5 Stunden. Ja, das geht noch. Ich will es nicht ganz so lange machen. Obwohl das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht.
Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Entschuldigung. Betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen. Hat man sich selbst angesteckt. Oh, Entschuldigung. Das ist so herrlich. Oh, eklig. Oh, ich muss ja. Da muss ich jetzt schon ein bisschen schmunzeln. Entschuldigt. Wunderbar. So, ich habe irgendwas gefunden. Eine Krypta habe ich entdeckt. Wunderbar. Kondorfedern. Und ein Wandgemälde, glaube ich. Ja. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Wunderbar. So. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt die Sneaky-Meaky-Action. Bei Kingdoms of Amalur klappt das soweit ganz gut. Bei Skyrim eigentlich auch. Stimmt, Skyrim haben wir auch noch offen als Let's Play. Also Vanilla ohne jetzt großartige Mods. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Von daher, aber wir haben eigentlich... Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Ja, normalerweise schon. Ist schon eine starke Sache. Da siehst du, da kann man doch den Boden sehen. Das klappt doch. Okay. Ich will da hoch. Ey, ich will da hoch, habe ich gesagt. Warum kann ich denn nicht hoch? Guck mal, da gibt's so viel. Oh, ihr seid so mies. Ihr dreckigen Ratten. Ist das eklig. Du kannst da überall lang. Oh, da gibt's so viele Sachen, die möchte ich alle haben. Aber, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Da muss es irgendwie lang gehen. Das haben sie doch nicht gemacht, um uns... Das haben sie doch nicht gemacht, um mich zu ärgern. Nee, die... So, das klappt. Ich will da jetzt... Oh, komm schon, ernsthaft? Ist das gemein, ist das gemein? Ist das gemein? Hätte ich da wahrscheinlich durch das Schwingen hinkommen können? Wahrscheinlich. Oh, ist das mies. Ist das mies. Da. Da. Und wenn man weit genug wegguckt, auch da. Boah, ist das mies. Ist das gemein. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Das brennt mir jetzt extrem auf den Fußnägeln. Webcam habe ich mal ausgemacht. Wenn gewünscht, kann ich sie natürlich anmachen, aber da bis jetzt nur die Hino kurz reingeguckt hat und der Blub und es denen in der Regel relativ egal ist, war ich diesbezüglich mal so frei. Ihr könnt natürlich die Webcam auch anmachen, wenn euch das mehr liegt, aber dementsprechend nur unter Aufforderung. Bin jetzt gerade selbst gespannt, weil wie gesagt, ab hier ist es blind. Da oben ist eine Schnitzerei. Ja, die Frage ist, wie komme ich da hin? Ja, Rise of the Tomb Raider könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Blub kann sich bestimmt daran noch erinnern. Aber ist halt die Frage, ob ich so viele Tomb Raiders spielen möchte. Das wären ja ein bisschen viele. Stimmt, ich habe ja diese Spikes. Man kann es auch übertreiben, finde ich. Abseilen.
Ich kann mich hier also auch abseilen. Okay, erstmal hier lang. Jetzt in diese Richtung schwanken. Weil, wie gesagt, das Tomb Raider von... Lauf, lauf, lauf. Es war mir so klar. Ja, dann lauf. Ernsthaft. Ich dachte, da geht es jetzt weiter und nicht, dass es einfach nur ein Grab ist. Krypta. Ah, super. Doch nur eine Krypta. Okay. Überreste, Kriegsweste. Super. Jetzt weiß ich auch, wie man da hin kann. Geheimnisse... Die Geheimnisse der vier alten Kryptas. Okay, muss ich jetzt wahrscheinlich zurück. Zum Glück habe ich Atem des Kaiman und so ein Geschiss. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Mal langsam. Dann doch die... Ah, Luft holen. Super. Zum Glück relativ eintönig hier. Also ein Weg. Weglich. Obwohl ich echt sagen muss, ich als Sascha würde mich da nicht... Würde mich das nicht einfach so trauen. Sag ich ganz ehrlich... Ah, oh, jetzt hole ich mir das Gold. Das kann's aber glauben. Das kann's aber glauben. Da, Jans, Gift drauf nehmen, hey. Ich hab's mir gedacht. So assi sind die nicht. Ich hätte einfach gedacht, ich hätte es verkackt, aber dass sie die Höhle unter Wasser setzen, ist schon gemein. Aber sie hätten das Gold da nicht reingemacht, wenn man sich hätte holen können. So, gut. Lara, jetzt hast du dir doch den Schmuck verdient. Obwohl ich glaube, dass die Lara echt eine ist, die auf so einem Kram nicht wirklich steht. Ich glaube, mit Diamanten und Edelsteinen landest du bei der keinen Zapfenstreich. Ist nur die Frage, wie komme ich weiter? Krypta habe ich entdeckt. Herausforderung gemeistert. Bin ich immer noch in der verborgenen Stadt? Ja. 80%. 6 von 7 Monolithen. Da komme ich aber nicht hin zu diesem Monolith. Noch nicht. Das wäre dann der letzte. 4 von 6 Herausforderungen. 4 von 5 Kryptas. Ich glaube, entweder geht es hier noch weiter. Oder... Weil ansonsten, wir haben hier recht viel. Sehr viel sogar. Hier gibt es noch Albino-Wasserschweinpark. Hier ist noch ein Überlebensversteck. Hier ist noch ein Dokument. Hier auch. Hier Herausforderungen. Hier ist noch eine Schatztruhe. Ja, da müssen wir nochmal zurück. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich muss irgendwie nach links. Gut, stimmt. Ich bin hier links reingegangen. Und hier geht's weiter. Oh. Eieiei. Ich bin übrigens zwar am PC, aber mit Gamepad. Für die, die sich fragen, warum. Da das ein oder andere angezeigt wird. Jo. Man kann's übertreiben. Lass mich raten. Ich kann jetzt nach rechts springen.
Ja. Du kannst sagen, was du willst, aber das ist unlogisch. Entschuldigung, aber so ist es nun mal. Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Muss ich hier lang? Ja. Ah, Sekunde, da muss ich noch mal ganz kurz was zu trinken einschenken. Nein, die Flasche ist leer. Mist. So. So, da bin ich wieder. Nuratus. Es interessiert die einfach nicht. Es. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Nope. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Ach, Quatsch. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Hättest du mal vorher fragen sollen. Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Ich hoffe, dass der Stream-Counter geht euch nicht, nervt nicht. Ich weiß. Dann kann ich den woanders da reinpacken. Ansonsten unten links. Ja, das kann ich eigentlich. Ja, ist doch aus. Warum? Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Was? Familienbande gesprochen? Achso, ja. Könnte natürlich den hier nach drüben ziehen. Ich brauche den einfach, dass ich weiß, wie viel zugucken. Machen wir das so. Die Follower brauchen wir ja nicht. Ja gut, die hat hier... Oh, die hat hier noch was. Nur den Namen nach. Was? Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als What? Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen. Ja, das kennt man ja aus der Politik. Ist nichts Neues. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen
oder mit der Ableckung Boden erobern. Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?